Ich stelle dir eine Auswahl von Wi-Fi 6 Routern vor, alle mit ihren Vorteilen und auch Nachteilen, damit du am Schluss auswählen kannst, wer es am besten zu dir passt. Die Fritzbox 7530AX, die Wi-Fi 6 Version von Fritzbox, aber nicht die stärkste Version, sondern die Mittelversion. Es gibt auch noch die richtig starke Version, die Fritzbox 7590AX, aber das hier ist die Version für Leute, die nicht ganz so viel ausgeben wollen, aber trotzdem viele Funktionen wollen. Als erstes schauen wir uns allerdings mal an, was du außerdem recht schicken Design, wie ich finde, und vor allem kleineren Design im Vergleich zur Fritzbox 7590, also die wiegt um einiges weniger, noch so für Anschlüsse mit. Du kriegst viermal LAN, WAN ist diesmal nicht dabei, du kriegst dann noch einen Phone-Anschluss, falls du dein Telefon anschließen willst, und noch einen DSL-Anschluss. Das heißt, auch die Fritzbox 7590AX kannst du als Modem perfekt benutzen. Dazu wird natürlich auch DSL Super Rectoring unterstützt, das heißt auch hier kriegst du bis zu 300 Mbit komplette Geschwindigkeiten. Die Deckstation ist hier auch schon integriert, das heißt, wenn du ein schnurloses Telefon benutzen willst, kannst du das alles schön und simpel in der Software einstellen und brauchst hierfür nicht, wie es bei früheren Fritzboxen der Fall war, noch extra was einstellen. Was ich allerdings sehr schade an dieser Fritzbox finde, ist, dass die gerade einmal hier einen USB 2 Anschluss hat. Bei der Fritzbox 7590 hast du zweimal USB 3 Anschlüsse und hier konnten sie nicht mal einen USB 3 Anschluss machen. Und du wirst jetzt vielleicht denken, wieso ist das schade, eigentlich brauchen wir den ja eh nicht. Allerdings ist es nicht ganz richtig, denn mit der Fritz-Software kannst du dein eigenes Server machen und dein eigenes Netzwerk. Wenn du dann USB 3 hast, kannst du eine schön schnelle SSD anschließen und das Ganze flutscht und du kannst von überall schön drauf zugreifen. Wenn du jetzt allerdings hier die USB 2 Geschwindigkeiten hast, kann ich nicht mehr wirklich empfehlen, dass du hier einen Server draus machst, sondern musst halt in dem Fall sagen, falls du einen Server willst, ist diese Fritzbox hier nicht geeignet. Wofür es hier wiederum geeignet ist, ist die Software generell von Fritzbox. Hier kriegst du alle Funktionen, wie du auch bei den Top-Modellen kriegst. Nur kommen die Updates manchmal ein bisschen später, weil die Top-Modelle es erst als erstes kriegen, dann ein bisschen später die hier und dann noch später die noch älteren Modelle. Die Geschwindigkeit ist, wie man es von Wi-Fi 6 erwartet, richtig cool, aber es gibt auch ein, zwei Mankos, die man hier ansprechen muss. Zum einen kriegst du im 5 GHz Bereich 1800 Mbit und im 2,4 GHz Bereich 600 Mbit. Was erstmal sehr viel klingt, allerdings tun diese Werte sehr stark abnehmen, umso mehr du dich entfernst. Denn hier ist auch einer der Manko, die man bei der Fritzbox 75300AX wissen muss. Umso weiter du dich entfernst, umso schlechter wird die Reichweite. Das heißt, du kannst sie nicht vergleichen mit der Fritzbox 7590, die sogar bis zu zwei Stockwerke runterkommt, sondern wenn du ein großes Haus hast, kann es sogar schon sein, dass es, wenn du es nicht perfekt positionierst, nicht mehr alles in einem ersten Stockwerk unter dir erreicht. Ich habe es jetzt zum Beispiel in meinem Zimmer platziert, an der Ecke, und wollte dann bis zum Klo gehen. Klar, im Klo ist nochmal ein bisschen schlechter der Empfang, aber dort kam es nicht hin. Und auch wenn ich in andere Ecken vom Raum gehe, ist die Stabilität vom WLAN sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt allerdings den Fritzbox schön in die Mitte von unserem Haus platziere, dann geht es auch das untere Stockwerk komplett. Das heißt, wenn du wirklich nur ein Stockwerk hast und die Stockwerke nicht riesig ist oder zwei Stockwerke, die relativ klein sind, die Fritzbox gut platzierst, wirst du überall gute Geschwindigkeit haben. Solltest du allerdings große Stockwerke haben oder du weißt, dass du sogar noch einen zweiten Stockwerk hast, dann wird die Reichweite hiervon wahrscheinlich nicht ausreichen und du brauchst Repeater oder andere Optionen. Dafür ist die Reichweite allerdings im nahen Modus richtig, richtig cool und vergleichbar mit der Fritzbox 7590AX für einen um einiges besseren Preis. Denn wenn ich jetzt im gleichen Zimmer drauf zugreife und auf mein Netzwerk dann von oben zugreifen will, komme ich nah an die 1 Gigabit Datenübertragung. Klar, es geht nur bei Daten, die schön groß sind und leicht zu übertragen, wie zum Beispiel Videodateien, aber damit komme ich tatsächlich auf so hohe Werte. Klar komme ich niemals auf die 1800 Mbit, weil der hat nur einen 1 Gigabit Anschluss. Dann wird das Ganze schwer, auf einen Server zuzugreifen, der einen 10 Gigabit Anschluss hat, wenn hier nur ein 1 Gigabit ist. Aber diese 1 Gigabit kann ich gut benutzen. Auch die 600 Mbit im 2,4 GHz kann man recht gut benutzen. Du wirst niemals auf 600 Mbit vollkommen, sogar wenn du direkt daneben bist. Allerdings, wenn du dich im gleichen Zimmer befindest, kannst du zwischen 400 und 500 Mbit gut ausgehen. Auch wenn ich dir hier empfehlen würde, die 5 GHz Version zu nehmen, wenn du dich im gleichen Zimmer befindest. Wenn du dich jetzt allerdings im gleichen Stockwerk befindest und sagen wir mal zwischen 5 und 10 Meter entfernt befindest, dann kannst du immer noch zwischen 300 und 400 Mbit hoffen und in 5 GHz sogar noch ein bisschen mehr. Allerdings, umso mehr Wände dann dazukommen, umso weiter die Reichweite ist, umso schlimmer hier wird wirklich das Erlebnis. Und das ist auch der Knackpunkt von dieser Fritzbox und auch, wieso sie wahrscheinlich billiger ist als die Fritzbox 7590, weil die Antennenstärke nicht so stark ist und damit auch die Reichweite nicht so dolle ist. Wenn das allerdings jetzt nicht dein Hauptproblem ist und du eh kein so riesiges Haus hast oder in der Wohnung wohnst, ist die hier ein richtig cooles Budget und du kriegst so viel für das Geld, dass ich sie dafür empfehlen würde. Mit dem Netgear RAX 120 kriegst du nicht nur einen Wi-Fi 6 Router, welcher 2 4,8 GB Stream unterstützt, sondern du kriegst auch noch ein schönes Raumschiff dazu. Aber lass uns doch mal auf die Geschwindigkeiten kommen,
Denn hier spielt dieser Router wirklich seine Stärken aus. Zum einen kriegst du einen ganz normalen Wi-Fi-Stream mit 2,4 GHz, wäre 1,2 Gigabit pro Sekunde im Optimalfall unterstützt. Klar, diese Optimalfälle kriegst du nicht. Im Normalfall kriegst du 800 bis 900, wenn du sehr nah dran bist. Und wenn du weiter weg bist, kriegst du noch zwischen 400 und 500. Aber wo er dann auch wirklich seine Geschwindigkeiten ausspielen kann, gerade wenn du zum Beispiel einen Anschluss hast, der mehr als 1 GB übertragt für eine NAS, ist, wenn wir in den 5 GHz Bereich gehen und den mit Wi-Fi 6 kombinieren. Denn dadurch kann er Geschwindigkeiten von bis zu 4,8 Gigabit pro Sekunde erreichen. Klar, auch diese Geschwindigkeiten wirst du niemals sehen, aber realistischerweise, und was ich getestet habe, wenn du jetzt einen Server mit 2,5 GB verbindest, kannst du Geschwindigkeiten von bis zu 1,5 Gigabit gerade zu erwarten, wenn du sehr nah dran bist. Das heißt, du kommst tatsächlich über die 1 Gigabit Schwelle und das finde ich natürlich sehr cool. Und wenn du ein bisschen weiter weg gehst, sagen wir mal, du gehst aus dem Raum raus, aber die Tür ist noch offen, kriegst du schon noch 1 Gigabyte. Und je nachdem, umso weiter du weg gehst, umso rapider tut ja auch die Geschwindigkeit abnehmen. Klar, das ist auch so die Eigenschaft von 5 GHz. Aber wenn du sehr nah dran bist und dich sogar im gleichen Raum befindest, kannst du damit gute Geschwindigkeiten erreichen, die sogar für ein NAS gutes Erlebnis reichen. Also zum Beispiel, wenn du deinen eigenen Server hast, kannst du sehr schnell auf die Dateien zugreifen. Dazu habe ich ja vorher schon erwähnt, du kriegst zweimal 4,8 Gigabit pro Sekunde. Das heißt für dich, du kriegst zwei 5 GHz Netzwerke und die kannst du mit unterschiedlichen Vorteilen nutzen. Zum einen könntest du zum Beispiel sagen, die Geräte, die wirklich immer die beste Geschwindigkeit brauchen, das sollten im Normalfall nur eins oder zwei Geräte sein, die kriegen eine separate 5 GHz Leitung nur für sich. Das ist gerade zum Beispiel für einen Laptop sehr cool. Wenn du da noch langsamer Geräte hast, wie zum Beispiel Handys, dann sagst du dort, die alle anderen Geräte sollen sich ein weiteres 5 GHz Netzwerk teilen. Oder natürlich kannst du auch ein 5 GHz Netzwerk für Gäste machen und ein 5 GHz Netzwerk für dich. Also die Optionen sind sehr gut und ich finde auch sehr cool, dass man eben zwei 5 GHz Netzwerke benutzen kann. Dazu kriegst du hier noch 12 simultane Streams. Das ist so ein kleiner Vorteil dadurch, dass man Wi-Fi 6 bekommt. Es können mehrere Geräte simultan kommunizieren und dadurch, dass du hier doch schon ein recht großes Paket kriegst und die dir wirklich die besten Features auch bringen wollen, kannst du bis zu 12 simultane Geräte gleichzeitig kommunizieren lassen. Das heißt, du kannst gut 60 Geräte verbunden haben, die dann dort kommunizieren, zum Beispiel ein paar Smart Home Geräte, und das reicht mit den 12 simultanen Streams mehr als aus. Und das ist auch eben ein großer Anwendungszweck von diesem Router. Wenn du viele Smart-Geräte hast oder generell viele Geräte, sagen wir mal, du hast 5 Familienmitglieder, die alle noch ein Handy haben, dann haben sie vielleicht noch eine Alexa oder was auch immer, dann ist das jetzt sehr praktisch, da die Geräte dann gut kommunizieren können und auch keine Stau im Netzwerk verursachen, was dann wieder zu Latenzen führt. Dazu kriegst du allerdings natürlich noch ein paar Anschlüsse mit diesem Router. Du kriegst 4x ganz normal LAN, wäre allerdings auch noch ein kleines Feature besitzt, und zwar kannst du diese zwei LAN-Ports hier zu einem zusammenschließen, das heißt, du kannst sie aggregaten. Und der Vorteil hiervon ist, wenn du jetzt einen weiteren Router hast, der das auch unterstützt, kannst du zwei LAN nach unten führen und kriegst so ein 2 Gigabit pro Sekunde Netzwerk, was für ein NAS schon noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit bedeutet. Aber wenn du jetzt schon einen schnellen Anschluss hast oder ein schnelles LAN, kannst du auch diesen Multigig benutzen, wäre bis zu 5 Gigabit pro Sekunde geht und dir auch schon sehr viele Geschwindigkeiten gibt. Und ich würde sogar sagen, 10 Gigabit ist nicht wirklich notwendig, da du hier im besten Fall eh nur 1,5 Gigabit pro Sekunde ausnutzen kannst, aber es ist sehr gut zu sehen, dass es höher als 1 Gigabit pro Sekunde geht. Dazu kriegst du dann noch zweimal USB 3, die kannst du nutzen, wenn du ein kleines NAS-Netzwerk machen möchtest oder generell, wenn du einfach was verbinden möchtest. Und natürlich noch ein kleiner Power-Button, falls du es aus- oder anmachen willst. Was dazu auch noch dabei ist, was mir jetzt persönlich nicht so gut gefällt, aber bei so einer großen Kiste wohl einfach notwendig war: Sie haben hier noch einen Mini-Lüfter integriert. Die gute Nachricht ist, dieser geht fast nie an. Du hast ihn einmal beim Starten, geht er manchmal recht schnell an. Oder wenn du wirklich ein sehr warmes Klima hast, sagen wir mal, drinnen sind jetzt schon die 30 Grad erreicht, draußen die 35 Grad, dann kann es doch schon mal sein, dass der Lüfter an ist. Aber im normalen Umfeld, wenn du jetzt, sagen wir mal, 25 Grad im Zimmer hast, wird dieser Lüfter auch nicht angehen und dich irgendwie stören. Das heißt, auch in der Nacht, wenn du schlafen willst, ist dieser Lüfter im Normalfall aus. Auch die Software von dem RAX 120 hat ein bisschen was zu bieten. So kriegst du zum einen WPA 3, das heißt den höchsten Sicherheitsstandard. Dazu gibt es noch einen Gastzugang, der extra nur für Gäste bestimmt ist und das auch wieder ein paar Sicherheitsvorteile besitzt. Du kannst den USB 3 mit einem eigenen Software da drin benutzen, um es als Speicher zu benutzen. Und du kannst auch noch einen VPN integrieren, um dadurch dein ganzes Netzwerk zu schützen. Was ich allerdings jetzt noch abschließend sagen möchte, ist, dass das hier kein Modem ist, sondern wirklich nur dafür,
geeignet ist, wenn du bereits ein Modem besitzt. Das heißt, wenn du zum Beispiel bei irgendeinem Internetanbieter einen Vertrag abschließt, dann senden die dir immer schon einen Router mit dazu und diesen Router verbindest du dann per LAN mit diesem Router hier und dann wird das deine Hauptstation. Aber das DSL-Kabel, wäre von deinem Hausanschluss kommt, das muss erst in einen anderen Router reingehen, da das hier eben kein Modem ist. Mit der Fritzbox 7510 kriegst du eine leichtere Version von der Fritzbox 7530 AX. So kriegst du hier weniger Anschlüsse und nur 2,4 GHz, aber dafür kriegst du einen wirklich sehr guten Preis mit all den gewohnten Features, die man von der Fritzbox kennt. Aber lass uns mit dem wichtigsten Feature anfangen von der Fritzbox 7510, und zwar, dass Wi-Fi 6 unterstützt wird. Das heißt, auch wenn du kein 5 GHz Netzwerk kriegst du trotzdem ein 2,4 GHz, weil es Wi-Fi 6 unterstützt und somit bis zu 600 Mbit pro Sekunde schnell sein kann. Natürlich sind es Idealwerte und die wirst du auch im echten Leben nie erreichen, aber du kannst gut zwischen 400 und 500 Mbit pro Sekunde bekommen, wenn du recht nah bist. Und sogar wenn du dich noch einen Stock unten weiter befindest, kriegst du zwischen 250 und 300 Mbit pro Sekunde. Und ich würde sogar behaupten, das ist genug für die Zielgruppe, welche sich diese Fritzbox hier holen. Denn diese Fritzbox kann mit DSL höchstens bis zu 300 Mbit pro Sekunde unterstützen. Hier bei mir daheim kriege ich sogar nur 60 Mbit pro Sekunde, also um einiges weniger. Und das sind Werte, die kriegst du wirklich im ganzen Haus, sogar wenn du nur einen Balken im WLAN hast. Und auch bis zu 300 Mbit, wenn du das volle ausnutzen kannst, kriegst du noch im einen Stockwerk unteren. Und wenn du jetzt doch mal sehr weit weg bist, kriegst du vielleicht nicht mehr die ganzen vollen 300 Mbit, aber kommst trotzdem noch nahe heran. Und dafür, dass das Ganze nur um die 80 Euro kostet, du kannst dir übrigens den besten Preis in der Beschreibung unten suchen, ist es doch ein wirklich cooles Angebot. Dennoch, ich kann die Fritzbox 7510 nicht nur loben, sie macht auch wirklich ein paar Abschnitte, die dir bewusst sein müssen. Zum einen kriegst du im Vergleich zur 75300 hier gerade einmal einen LAN-Anschluss anstatt vier LAN-Anschlüsse. Gerade wenn du zum Beispiel noch mehrere Repeater benutzen möchtest, dann musst du dir noch einen Extra-Switch kaufen und hast dir nicht einfach alles schon integriert. Und diese Abschnitte gehen dann auch weiter zum USB-Anschluss, denn dieser ist nur USB 2.0, das heißt, du kannst jetzt kein relativ schnelles NAS-Netzwerk damit aufsetzen, sondern es wird recht langsam sein. Ich denke allerdings wiederum, dass wenn du dir diese Fritzbox kaufst, du nicht wirklich im Bereich bist, dir einen NAS selber aufzusetzen, denn du hast ja einfach ein paar Nachteile. Zum einen ist 5 GHz sehr cool für ein eigenes NAS, da wenn du zum Beispiel dich mit einem Laptop sehr nah an so einer Fritzbox befindest, du die 1 Gigabit bekommen kannst, aber das kriegst du mit dem 2,4 GHz nicht, dafür brauchst du das 5 GHz Netz. Und das ist auch gut so, Fritzbox muss ja auch irgendwie noch größere Produkte machen, die irgendwas besser können, aber es ist auch immer schön zu sehen, dass es gute Einsteigermodelle gibt. Und du kriegst eine Menge an Zubehör dazu. Du kriegst einmal ein LAN-Kabel mit 1,5 Meter, ein DSL-Kabel ist auch mit dabei, bis zu 4 Meter. Und wenn du ein Telefon anschließen willst, kriegst du einmal einen analogen Telefonanschluss und du kannst natürlich auch digitale Telefone überdeckt verbinden. Auch beim Design sind sie sehr klassisch geblieben. Es sieht wirklich fast identisch zu der Fritzbox 75390 AX aus und man wird den Unterschied eigentlich gar nicht erkennen, außer eben, dass es weniger LAN-Ports besitzt. Und deswegen finde ich sie wirklich gut und solltest du später mal ein besseres WLAN brauchen mit 5 GHz, kannst du jederzeit noch einen Repeater anschließen.